mein Name ist Werner, ich komme aus Duisburg und spiele schon seit dem vergangenen Jahrtausend, sprich Ende 1998 habe ich mit dem Gitarrenspiel angefangen und habe anfänglich bei Peter Bursch in der Musikschule angefangen, Gitarre zu lernen. Da der Peter aber, wie sagt man, vor ein paar Jahren seine Schule hat aufgeben müssen, sind solche Workshops, wie Peter jetzt veranstaltet, eine gute Gelegenheit, immer wieder mal etwas aufzufrischen, aber auch eine ganze Menge Neues zu lernen. Und es macht Spaß in der Runde mit all denen, die aus, sagen wir, allen vier Himmelsrichtungen Deutschlands hier zusammengekommen sind. Und ihr braucht keine Barregenbefehle. C und D. Ja gut, ich meine, es werden auf der einen Seite Anschlagtechniken geübt, Zupftechniken werden geübt und wie wir es vorhin als letztes gemacht haben, vor dieser kleinen Pause hier, dass wir auch mal etwas viel tiefer in die Blues-Technik hineingehen. Also ich sag mal, das ganze Programm basierend auf populären Liedern, die jeder in irgendeiner Form in seiner Jugend schon mal gehört hat. Alles andere bleibt. Kirchen und das Framus-Museum, das wir gestern angesehen haben, hat uns schon ganz gut gefallen. Und alle sind schon ein klein bisschen nervös, weil wir ja wohl am Samstagnachmittag sogar hier im Framus-Museum vor Publikum spielen sollen und zeigen sollen, was wir so gelernt haben. Bis dahin. Wir spielen natürlich erst einmal probeweise gemeinsam und Peter unterstützt dort, wo es notwendig ist, natürlich jeden Einzelnen, gibt noch ein paar Kniffe, was er vielleicht besser machen kann oder was er sein lassen soll. Also ich sag mal, er bringt das ganze Programm schon wunderbar herüber. Also wir haben alle viel, viel Spaß bei diesem Workshop.